Da ist nichts. Da wäre der Hörders denn. Das heißt, ich kann hier mal runterhüpfen. Mich hier mal im Wasser umschauen. Noch ein Fisch. Oh, da geht's tiefer runter. Gut zu wissen, das. Eine Leiter. Ich brauche eine Leiter. Ich brauche eine Leiter. Autsch. Ja, genau. Okay, da geht es schon mal tiefer runter. Da ist noch eine Kröte. Ah, nebenbei. Mir fehlt ein Bolzen. Jetzt habe ich ihn. Gut. So. So. Hoffentlich kommen nicht gleich wieder zwei Kröten. Ja. Doof. Genau. So. Weg mit dir. Und du bist jetzt auch schwer. Es gibt's nicht, dass wir mal zu viel Essen haben. Da ist noch eine Kröte. So, jetzt will ich aber erstmal hier lang gucken. Hier wäre ein Gitter, das man wahrscheinlich irgendwie öffnen könnte. Damit es da weitergeht. Einmal bitte Luft holen. Hey, Kröte. Kann ich da eigentlich irgendwas... Ich kann dem Baum Schaden machen. Ne, ich habe nur das Gemüse von der anderen Seite. Da weggemacht. Okay. Ich kann da drüben wieder rausklettern. So komme ich auf die andere Seite wahrscheinlich. Wenn ich einfach hier rumgehe. Da sind allerdings noch mehr Kröten. Ja, hier komme ich auf eine kleine Insel. Mit einer Kröte. Du kannst ruhig herkommen. Wow, das war daneben. Muss ja ehrlich sagen, mit ihrem Bane trifft sie nicht so häufig. Aber wenn sie mal trifft, dann macht das irre viel Schaden. Ah, du bist auch überlastet. Okay, wir brauchen zurzeit kein Essen. Lederstiefel. Reflexus. Der Hub. Der Hub ist immer gut. Wow. Ihr nicht. Ihr nicht, ihr nicht, ihr nicht. Wow. Ah. Na, das geht sich nicht auf. Sterbt. Ah. Reflection. Blowdarts brauchen wir schon lange nicht mehr. Oh, was hast du zu sagen? The serpents can be awakened. Die Schlangen können erweckt werden. Okay, was auch immer das bedeutet. Ich raste mal, ich habe genug Essen. So. Ich bitte. Du isst bitte Zunge. Okay, ich kann in diese Grube da gucken. Ob da unten noch was Interessantes ist.
Außer so einer, eine Kiste. Nee. Sonst ist hier nichts mehr. Und gleich nehmen wir Schaden. Ja. Kiste. Ein Pfeil. Giftbomben und Schuhe. Na, nicht, was ich mir vorgestellt habe. Was ich auch gerne wüsste, ist, wie wir da dran kommen. Steht zwar, bei dem einen Ding stand zwar irgendwas von darunter. Aber ich sehe hier nirgendwo einen Schalter oder sowas. Ich könnte mir vorstellen, dass hier unten einer versteckt ist. Aber auch nicht. Luft, 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 Luft. Schnell. Au. So. Da ist eine Druckplatte im Wasser. Gut. Fackel. Das sind Bolzen, oder? Ja. Lightning Booms. Okay. Gib mal deinen Bogen und deine Pfeile ab. Das bringt es auch nicht so wirklich. Du hast doch viele Potion. Wie kriegen wir das Gewicht von dir weg? Ah, eine Fackel. So, dann trägst du halt mal die Pfeil und Bogen, bis wir den irgendwo abgelegt haben. Gut. So viel zu dem Rätsel. Dumm, dumm, dumm. So, dann versuchen wir nochmal hier Luft zu holen. Wir können da nochmal noch reingucken, aber da gibt es, glaube ich, nichts. Hoffe ich mal. Jetzt will ich aber erst einmal, weil ich irgendwie schlechte Gefühle bei dem einen Power Gem habe. Will ich mal kurz hier verschnaufen und speichern, weil das möglich ist. Dann holen wir uns den einen Power Gem hinterm Teleporter und dann versuchen wir das Rätsel mit dem anderen. 80. Das könnte nämlich lustig werden. Es ist immer lustig. Darum spiele ich das Spiel ja auch. Also ja, es gibt viele Gemeinheiten. So. Also es interessiert sie nicht, wer geht, sondern wer eintritt. Hier versteckt sich auf jeden Fall noch so ein Mana-Kraut. Wie viel wiegen die eigentlich? Na, nicht viel. Oh, hier ist so ein Black Moss. Das ist gut. Und ein Heilpilz. Oh, nebenbei, wie viel Heiltränke? Ein, ja. Sicherheitshalber. Wird jetzt gebraut. Für jeden noch ein Heiltrank. Zur Not für dich einen. Und für dich einen, so. Kannst du das wieder haben? Und es passiert nichts. Das glaube ich denen aber jetzt nicht wirklich. Okay, hi Jungs. Ja, so könnt ihr genau da stehen bleiben. Ein Schaden, das ist nichts. Ja. Zum Glück nimmt der Hintermann auch immer schön Schaden. Oh, und fliegen. So.
Gegen Fliegen rüste ich mich mal lieber. So. So, den da muss ich noch wegmachen. Oh, da kommt noch einer. Geschickt ausgewichen, muss ich sagen. Oh. Achso, das ist nur ein Baum. Ah. Gut, du trinkst mal ein. Wow, der bringt schon was. So, weg mit dir. Und hallo zu dir. Wow. Denn mit denen ist Tanz nicht so gut gewesen. So. Gut. 12 Bolzen. Passt. Hey, noch ein Power Gem und ich könnte theoretisch mir noch ein Element basteln. Aber ich denke, ich werde erstmal das ganze Gebiet hier erkunden. Und hier war ja noch was. Bei den 4 Fallen Spirits in the Bock. Bei den 4 gefallenen Geistern im Bock. Naja gut, was könnte damit gemeint sein? Erstmal wieder hier hoch. So. Hier scheint es nämlich auch noch was zu geben, was ich übersehen habe. Naja, ein kleiner Fitzel. Hier ist der Hub. Hm. Das Ding heißt Reflection, also Reflexion. Das Problem ist, wie wird es reflektiert? Was passiert, wenn ich einen Hebel umlege? Nein. Ah ja, der macht hier was und der macht hier was. Wenn ich den umlege... Das ist schon mal irgendwo nicht ganz richtig, ja? So, wenn ich dich umlege und dich umlege. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das geschafft habe. Aber ich habe es irgendwie geschafft. Ach ja, ich musste alle Schalter nach unten betätigen, ne? Aber ich sehe nicht genau, wo der reflektiert. Hm. Ah ja. Wenn ich den jetzt umlege, gehen beide nach unten. Okay. Das heißt, die reflektieren immer die Nachbarn. Okay. Ich habe es einigermaßen kapiert. Jetzt nachvollzogen, wie ich das Rätsel gelöst habe. Okay, das heißt, das wäre auch gelöst. Dann bleibt jetzt nur noch der Hörters denn. Weil ich wüsste jetzt gerade nicht, wo irgendwo 4...
wo vier alte Wesen irgendwas bewachen.